Und wir beten, dass diese Schatten verschwinden, wenn wir kurz zu Geburt machen. Wenn wir gleich zu einer Gedenkübung für die Opfer kommen, tragen wir nicht nur Trauer in uns, es schweißt uns zusammen. Und wir lassen es nicht zu, dass unsere Gesellschaft gespalten wird. Auch darum haben wir die Absicht, den Weihnachtsmarkt bis zum Ende durchzuführen. Da sind sich der Herr Oberbürgermeister, den ich damit begrüßen darf, mit der Verwaltung und den Politikern und die Schausteller einig. Ich danke Ihnen. Ich möchte jetzt noch ein, zwei Redner hier zum Mikrofon bitten, Pastor Konokiewicz, wenn Sie bitte mal dafür kommen. Wir sind hier jetzt zusammen, um der Opfer zu gedenken, die zu beklagen sind. Und es ist unglaublich, wie es dazu immer wieder kommen kann. Um uns herum finden viele Attentate und Morde statt. Und wir können es nicht begreifen, wie Menschen zu so etwas fähig sind. Für uns kommt es darauf an, dass wir gegen Hass, gegen allen Hass uns wenden. Und dass wir eintreten für Weltoffenheit und Toleranz. Und dass wir an der Seite derer stehen, die als Schutzbefohlene zu uns gekommen sind. Und so ist es für uns wichtig, dass wir zusammenstehen und uns offen zeigen füreinander. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Worte von Herrn Dr. Konokiewicz. Und natürlich auch von Herrn Werner. Und ich darf Ihnen versichern, dass, so wie ich alles bisher gehört habe, auch unsere Stadt tief betroffen ist. Und ich möchte mich den Worten anschließen und ich werde der Stadt Berlin und den dortigen Bürgerinnen und Bürgern mitteilen, dass wir mit ihnen fühlen, dass wir mit dieser Stadt in diesen schweren Stunden mit dabei sind und sie sind nicht allein, denn das, was wir in Berlin erlebt haben, das geht uns alle an und ich wünsche Ihnen, dass wir viele schöne Begegnungen haben werden, auch in dieser jetzt nicht leichten und schweren Zeit. Dankeschön. Damit verabschieden wir uns und wünschen Ihnen ein frohes Weihnachten, ein guten Rutsch ins neue Jahr. Ansonsten sehen wir uns ja noch ein paar Tage. Ich danke Ihnen.